Danke. Hier unten der Belia-Schrei. Und jetzt geht's noch an die restlichen Wölfe. Welche noch ein paar sind. Also ich werde jetzt bestimmt beim nächsten Mal erstmal einen Trank schlucken. Und wieso kann ich jetzt nicht speichern? Oh, ich dachte schon. Erstmal diese schwierige Mission hier bewältigen. Nee, jetzt geht's nämlich noch an ein ganzes paar mehr Wölfe. Nicht nur drei, ich glaube, das sind jetzt sogar fünf. Wölfe sind echt das Schiffeste, was es in dem ganzen Spiel gibt, ey. Willst du? Da, 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 da. Da. Ich schaff das. Keine Sorge, keine Sorge, keine Sorge. Ihr könnt euch jetzt nochmal wunderschöne Bilder beachten von schürfenden Kriegern. Hier, sowas will ich halt dann auch. So wie der Kunde gerade an dem Erz geschürft hat. Das sah doch geil aus. So eine orkische Plattenrüstung mit riesigen Nimroder-Bogen auf dem Rücken. Ist schon geil. Ich brauche auch ehrlich gesagt mal einen besseren Bogen. Sobald ich genügend... Warte, wir machen jetzt erstmal nicht die. Doch, machen erstmal die. Sobald ich dann genügend Fertigkeitsstärke habe. So, mal sehen, wie lange ich das jetzt überlebe. So, schön, dass du mir dort hinten auch nicht hilfst, Jens. Ich will mal... Ich will noch mal kurz was ausprobieren. Ich will noch mal kurz... Dir werde ich helfen. Nicht wundern, was ich hier gerade mache. Steht er wieder auf? Ich glaube, wenn man die mit Pfeilen tötet. Nee, ich will nämlich probieren. Weil der hat nämlich so einen geilen Waldläuferbogen. Und da ich die Orks wahrscheinlich eh nicht umbringen werde, will ich mal gucken, ob der mir danach immer noch böse ist. Weil wenn nicht, das war nämlich so bei Risen, ich habe auch Risen gespielt, ja, und bei Gothic 2 so, die konnte man da einfach umhauen, dann haben sie gesagt, oh du Schwein du, und dann haben sie ganz normal mit dir weitergeredet. Wenn das ja auch so ist, also wenn der dann nicht völlig abweisend und böse zu mir ist, werde ich nämlich den einfach mal sein Zeug abnehmen. Auf, ups. Smoking a cigarette like a boss. Dir werde ich helfen. Ich glaube, wenn der mich jetzt jemand trifft, bin ich tot. Ich muss jetzt nochmal gucken. Ja genau, jetzt lebt er nämlich. Jetzt kann ich dem nämlich alles wegnehmen und ich hoffe, der ist jetzt. Ist das gerade so mit wie Angela Merkel Finger da? Merke ich gerade. Um zu warten, wenn der wieder aufsteht. Ich sehe oben sein Lebens, wenn Lebensbalken, wenn der zur Hälfte wieder voll ist, steht er wieder auf. Und ich hoffe, dann redet er noch mit mir. Weil dann hätte ich nämlich, um es euch mal zu zeigen, diesen geilen Bogen hier eigentlich schon umsonst, aber das bringt mir überhaupt nichts, weil der abgenutzt ist. Okay. Beim nächsten Mal kommst du nicht so glimpflich davon. Okay, also anscheinend ist das alles cool. Zeig mir deine Ware. Waldläuferbogen. Den wollte ich nämlich eigentlich. So.
Na, dann behalten wir den jetzt einfach mal. Speichern das Ganze mal wieder auf dem ersten ab. Allerdings, wenn der jetzt irgendwie angegriffen wird, hat er natürlich ein Problem, ne? So. Willst du mich verarschen? Kannst du gar nicht machen. Aber da kann ich euch jetzt eigentlich gleich mal was anderes zeigen. Nämlich... Ich probiere es jetzt nochmal so, glaube ich. Verarschen. Du kannst ja gar nicht machen. Das ist so für'n Arsch. Meine Fresse, ey. Wölfe sind schon echt was Anstrengendes. Ah, meine Schulter. Nehmen wir halt erstmal einen Heiltrank, weil er hat ja nur die Hälfte des Lebens. Ist doch so eine Verschwendung an Rohmaterialien. Hau zu und Fraps lecke nicht. Warte, den Bogen her. Nein. Armselig. Nur mal so, habe ich nicht den Bogen von dem. Könnte ich dem jetzt rein theoretisch den Bogen wieder runterschlagen? Weil ich meine, so ein Bogen gibt mir 2,5k, ne? Also die Hälfte immer. 2,2k. Das wäre ein bisschen Bug-Using, ehrlich gesagt. Aber ob man das mal machen durfte? So einmal noch? Nein, nein, nein. Das wäre fies. Ach, da hinten. Da. Lass dich nicht stören, während ich dich mit Pfeilen spicke. So, der hungrige Wolf ist erledigt. Der Scavenger hat mir leider nicht die EP gegeben. Ein Hirsch, mal sehen, ob ich den beim ersten Schuss... Ach, lass dich nicht stören, Hirsch. Ich bin nur einer von dir. Verdammt. Cool. Ich krieg direkt mal One-Hit. Weil die geben richtig viel. Also wenn ich euch das mal zeigen darf, dort hinten der Hirsch jetzt, ne? Verdammt. Der hat's hoch. Die sind halt direkt mal One-Hit. Und die geben jetzt halt Hirschgeweih, Hirschfell. Und mit Hirschgeweih und Hirschfell, da macht dann halt auch das Geld, der Geldbeutel viel mehr Spaß, wie er in der Tasche klebt. Ich hoffe, man hört jetzt draußen die ganze Zeit nicht das Vogelgeziepsche und
Scheiße. Ha. Ne, ich hoffe, man hört jetzt nicht die ganze Zeit dieses Vogelgeziepsche und Gezirpe. Gezirpe? Ein Vogel zirpt doch nicht. Ein Vogel zwitschert. Herrgott, was ist denn jetzt los mit mir? Und ich hoffe auch, unser ehrenwerter Nachbarn, die, die mich im Real Life kennen, die wissen auch, von wem ich rede, der fängt dann nämlich immer schön, um die Mittagszeit an zu sägen. Und wenn der das macht, dann versteht ihr hier nur noch. Und ne, das ist echt nie cool. Komm schon, das hat getroffen. Das war dreimal getroffen. Ein Scavenger. Komm, bleib still. Ja, genau, was ist das für ein Climber? Kommt nochmal Anlauf nehmen und mit eben Schritt hoch. Na genau. Jetzt treffe ich den immer. Sag mal. Sag mal, was ist denn das hier für ein... Bullshit. Jetzt... Das ist doch... Oh. Meine Fresse. So, da unten ist eine Schildkröte und dort unten sind diese Lurker, diese Viecher da. Haha, nee, 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 nee. Du jetzt, Neo, noch. Geh weg, Kumpel. Mit dir rede ich später. So, das Gras ist jetzt hier schon ein bisschen sehr hoch. Ach, ich muss mit ein bisschen, ich muss mir das echt abgewöhnen. Let's give a draw. Stirb. Übrigens, der Silvio oder Slavio oder keine Ahnung wie der hieß, der meinte dort doch übrigens der Leuchtturmwärter, da oben der Leuchtturm, dort oben rechts, da oben der Leuchtturm, der meinte dort kriege ich dann Gold her, dort werde ich später auch mal hingehen. Ich hoffe, ich vergesse das nicht, weil der gibt mir dann halt wirklich ein bisschen Gold. Dort sind noch ein paar Banditen davor. Die geben mir auch noch ein paar Waffen, die geben mir auch wieder Gold. Ich werde hier wirklich immer alles erkunden. Hauptstory mache ich auf keinen Fall mehr. Weil solche Rollenspiele muss man halt im Ganzen genießen. Hirsch. Goodbye. Noch ein Hirsch. Das sind sehr scheue Tiere, deshalb muss man sie so schnell wie möglich...